Hallo und herzlich willkommen auf dem Muskelmacher-Shop YouTube-Kanal. Wir sprechen heute über das beste vegane Protein von ESN, nämlich das ESN Vegan Designer Protein. Ja, ich sag's immer gerne eingangs, ich selbst bin kein Veganer, ich teste aber gerne vegane Proteinpulver, weil ich einfach merke, da ist was in der Entwicklung, da schreitet was voran. Genau, das ist eine sehr, sehr coole Sache. Wenn man noch vor einigen Jahren bei uns reingeschaut hat im Muskelmacher-Shop, da gab's schon veganes Proteinpulver von verschiedenen Firmen, aber das hat alles sehr mäßig geschmeckt, also da musste man schon hart gesotten sein und das Zeug wirklich trinken wollen. Mittlerweile sieht die Welt ganz anders aus. Jetzt widmen wir uns intensiv dem ESN Vegan Designer Protein und zwar das perfekte Gegenstück zum ESN Designer Whey. Und hier hast du sozusagen die ganze Möglichkeit der Bandbreite an Geschmacksrichtungen, leider in diesem Fall nicht. Nämlich es gibt aktueller Stand der Dinge drei Geschmacksrichtungen. Ich habe mich hier für Cinnamon Cereal entschieden und zwar, wer sich mit Frühstückscerealien auskennt, der weiß genau, an was ich jetzt denke, an Zimtfrühstück, und so ähnlich schmeckt das Ganze auch. Zugegebenermaßen, diese versprochenen Cerealienstückchen, die kann ich jetzt nicht entdecken. Ich habe auch schon einige Shakes getrunken, habe es da drinnen nicht wirklich gemerkt. Der Hersteller sagt, da sind Cerealienstückchen drinnen. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wie gesagt, es schmeckt aber wirklich, wirklich gut. Und dann gibt es noch zwei weitere Geschmacksrichtungen. Einmal Milky Chocolate und Haselnuss-Nougat. Zweiteres schmeckt tatsächlich wie so ein flüssiger Nuss-Nougat-Aufstrich. Auch den könntest du von deinem Frühstück kennen. Und das Ganze in veganer Form, in Proteinform und das Ganze natürlich in gesund. Zum Geschmack kann ich sagen, sehr lecker, sehr angenehmes, vollmundiges, sahniges Mundgefühl. Also kaum denkbar, dass das Ganze wirklich vegan ist. Eine richtig gute Sache, muss ich ehrlich sagen. Also ich trinke ja viel Whey-Protein, Casein, kann also den Vergleich machen. Sehr angenehm, auch nicht zu süß, sehr natürliche Süße und vor allen Dingen sehr geschmackvoll. Also geschmacklich, muss ich ganz ehrlich sagen, kann es dieses Proteinpulver mit jedem anderen Eiweiß aufnehmen. So, jetzt befassen wir uns mit den inneren Werten. Ganz, ganz wichtig natürlich immer bei veganem Proteinpulver. Es geht um die Kombination verschiedener pflanzlicher Proteinquellen. Nur daraus entsteht eine hohe biologische Wertigkeit, also die Effizienz deines Körpers, des Nahrungseiweiß auch umzusetzen. Das ist eigentlich die entscheidende Frage, wenn wir jetzt ein reines Erbsenprotein betrachten. Nur mal so als Beispiel liegt die biologische Wertigkeit also eindeutig im ganz geringen Bereich. Kombiniert beispielsweise hier mit 10% Hanfprotein und 5% Sonnenblumenprotein hast du wiederum ein Aminosäureprofil, was auch wirklich für den Muskelaufbau nutzbar ist. Das heißt, für deinen Körper nutzbar ist, dass dein Körper das Nahrungsprotein auch in eigene Strukturen umbauen kann, effizient umsetzen kann. Und genau das ist wichtig bei veganem Proteinpulver. Deshalb also auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wem die genaue prozentuale Zusammensetzung wichtig ist bei seiner Geschmacksrichtung, der schaut auf jeden Fall bei uns auf der Muskelmacher-Shop-Webseite rein, Link direkt unterm Video. Also da siehst du es nochmal am Beispiel Cinnamon Cereal, kann ich es ja kurz sagen, 76% Erbsenprotein, 10% Hanfprotein und 5% Sonnenblumenprotein sind hier die Matrix. So, und jetzt nochmal aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe es ausprobiert mit Wasser und das hat mir sehr gut geschmeckt. Ich habe es ausprobiert mit einem Haferdrink. Das fand ich dadurch nicht unbedingt besser. Auch mit einer Sojamilch fand ich das nicht unbedingt besser. Oder mit einem Mandeldrink. Muss ich ganz klar sagen, also geschmacklich wirklich am besten mit Wasser. Da brauchst du gar nicht deine teure Milchalternative vergeuden für. Und vom Eiweißgehalt wird es ja auch nicht mehr dadurch. Also ganz klares Statement, bereite dir das mit Wasser zu. Der Geschmack ist wirklich gut, sehr angenehm. Ansonsten kannst du es dir natürlich auch zubereiten als Overnight Oats, als Porridge. Du kannst es auch für Pancakes zum Kochen und Backen verwenden. Wirklicher Allrounder, auch gerade wenn du das jetzt anbrätst über Pancakes. Da verändert sich die Süße kein bisschen optimal. Also aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Sache in der Zubereitung. Eben auch für Pancakes wunderbar geeignet. Das kann auch nicht jedes Proteinpulver. Muss ich ganz klar sagen, im veganen Bereich eines der besten Proteinpulver bei uns im Muskelmachershop.de und von ESN garantiert das Beste geschmacklich. So, jetzt kommen wir zum Fazit von mir. Einen ganz klaren Daumen nach oben, und zwar einen Daumen nach oben von einem Nicht-Veganer für ein veganes Proteinpulver, weil ich sage, mittlerweile absolut ebenbürtig zu einem Whey-Protein, zu einem Casein, zu einem tierischen Mehrkomponenten-Protein. Wirklich guter Geschmack, perfekte Löslichkeit, einwandfrei, gibt nichts zu meckern. Kritikpunkt vielleicht nochmal, dass es aktuell nur drei Geschmacksrichtungen gibt. Also da würde ich mir schon eindeutig mehr erwarten, mehr Geschmacksrichtungen. Wenn es mehr Geschmacksrichtungen gibt, wirst du die natürlich auch am Muskelmachershop.de finden. Einfach dem Link unter diesem Video folgen, alles nochmal durchlesen, bei Bedarf bestellen, 1 bis 2 Tage Lieferzeit einplanen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Viele Grüße, dein Simon.